zur Dokumentation der parteipolitischen Unabhängigkeit dieser Bewegung des Aktionsbündnisses muss ich nochmal nachtragen. In der Verkehrsausschusssitzung morgen wird nicht nur der Matthias Gastel auftreten und zum Bahnlärm sprechen, sondern die Linke hat auch einen Antrag eingebracht in den Bundestag, der morgen im Verkehrsausschuss unter Tagesordnungspunkt 8 verhandelt werden wird. Und Entschuldigung, ich bin unbelehrbar. Also heute unter Tagesordnungspunkt 8 im Verkehrsausschuss einen Antrag der Linken, Sabine Leidig und 10 andere, der fordert von der Bundesregierung die Offenlegung des KPNG-Basler-Gutachtens. Das ist natürlich so, das Gutachten ist geleakt worden, das ist Gott sei Dank in der Welt, das haben wir geschafft rauszubekommen und es hat ja auch schon Wellen geschlagen, aber es ist nochmal was anderes, wenn die Bundesregierung das offiziell oder die Bahn das offiziell rausgeben muss, dann wird man nämlich sehen, und das ist auch Teil dieses Antrags, dass da ganz andere Sachen drinstehen, als die Bahn immer behauptet. Also es ist überhaupt nicht zutreffend, dass das Gutachten bestätigen würde, 6,5 Milliarden Euro wären zu erwarten. Es stehen so viele Wenns und Abers da drin, die darauf hinweisen, es wird viel, viel teurer. Das sagt der bahneigene Gutachter. Und zum Thema Anhydrit genauso. Zum Thema Anhydrit kommuniziert die Bundesregierung die Bahn überhaupt nichts. Dabei ist das ein ganz massiver Punkt in dem eigenen bahneigenen KPNG Basler Gutachten. Und deswegen ist ganz politisch ganz wichtig zu fordern, die Bundesregierung aufzufordern, dieses Gutachten offenzulegen. Und das wird auch heute Tagesordnungspunkt 8 im Verkehrsausschuss thematisiert. Ja.